Du springst von 20 Metern ab. Also 100 Meter habe ich nicht. Ich springe dann auf den Baum raus. Jawohl, genau. 100 Meter ohne Scheiß. Wir machen 100 Meter Absprung, oder? So, das bin ich nicht. Also okay, da bist du erst unten, wenn wir schon verkauft haben. Ja eben, du machst es von da unten. Ne, ich jetzt spring ab. Alter. Jetzt springt der Schaps, das ist noch 1,7 Kilometer. Hör da auf, Alter. Ich will ordentlich abspringen. Geh mal in die Weichei-Höhe hier. So, 100. 120 sogar für dich, wenn du so ein Weichei bist. Ach komm ey, ich lebe doch so schon am Limit, Alter. So, dann hau raus. Ich lasch doch schon das Frühstück aus, weil im Alter. Hau raus. Gut. Oh, am Limit! Das will nicht aufgehen! Ja, nee, oder? Der wollte nicht aufgehen. Wo bist du gelandet? Nein! Ich kann nicht mehr gucken. Wo ist der? Hattest du noch was dabei? Okay, das war's schon mal. Nee, ich hatte nur meine gesamte Ausrüstung dabei. Wer war das ja nicht? 3, return to formation. Also, der geht dich auf, Ich dachte auch erst. Du weißt, dass du mit dem Mausrad scrollen musst. Hab ich gemacht. Die Höhe hat nicht gereicht, der ist nicht in diesen Kampfflug gegangen, der hat sich nicht auf den Bauch gelegt. Der ist einfach runtergefallen wie so ein nasser Sack, Alter. Okay. Ja, am Limit. Ich hab Angst, dass unsere Helmets explodieren, wenn die Gebäude eigentlich. Genau. Ich glaube, ich fahre mal ein Stückchen weg. Warte mal. What the fuck, so kann da kein Mensch fahren. Alter, wie das wackelt. Ich habe keine Nachricht mehr. Echt? Ja. Ich glaube, weil der Admin sofort den Server neu gestartet hat, bevor schon mal was passiert. Ne, bei mir sieht alles safe aus. Leute? Sind okay getrennt. Du bist raus mit Absicht, oder? Na. So, after match is the way starting. Ich mach mal dein Hemd wenigstens aus. Also, wenn du neu checken kannst, ist alles vorbei. Alter, war das gerade krank. Ich hab's sogar aufgenommen. Lol. Ich glaube aber nicht, dass das Future war. Ich weiß es nicht, aber es wäre lustig, wenn so ab und zu mal sowas passieren würde, aber ich glaube, ihr habt es ein Hacker. Allerdings, ich hab grad echt Angst um mein Hemd, wo das so angefangen hat. Vor allem, wenn du jetzt in Kavala gewesen bist, dann muss es ja alles zermatscht haben. Nee. Hey, die Häuser? Ist das eine bei uns eingestürzt? Wir sind auch 10 Kilometer entfernt von Kavala. Das hat ja nichts damit zu tun, wer sagt, dass das Hauptbeben in Kavala war? Weil es gerade da stand. 9,0 in Kavala. Und was hatten wir denn dementsprechend hier? Ich weiß nicht, ob hier vielleicht noch 7,0 ankam oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das war jetzt. Ist mein Helmet zurückgefahren? Der steht da, wo du den stehen lassen hast. Ich hab den nur ausgemacht und abgeschlossen. Lol. Wo bist du jetzt? Oh, mein Helmet. Doch, krieg ich ihn noch auf. Okay. Alter, war das geil. 2, join group! Ready! Wir sind übrigens die einzige existierende Gruppe. Pass auf, ich drehe wieder. Oh.
Aber weil ich mir einfach gerade zurück wollte. Ja, ja, genau, ich wollte gerade sagen. Mein Auto! Oh mein Gott, ich bin ein kleines What the Kind! Fuck? What ich glaube, der ist tot. Fuck? Ja, ich glaube, der ist tot. Wer? Der da gerade rumrüft. Echt? Sonst würde ich nicht verstehen, dass er what the fuck und what the shit. Ey, cool, ich hab alles dupliziert. Lol, echt jetzt? Wie jetzt? Ja, Frognet und so, leider nicht die Frösche. Ja, wie hast du das gemacht? Keine Ahnung, ich hab mein Zeug mit Zemmek getan. Hatte aber vorher natürlich nicht Sync-Data, weil ich produziere, mach immer 16 Frösche anstelle nur. Ja, ich auch. Ne, deswegen packe ich alles vorhin in den Hermit. Ja, jetzt habe ich 2 Frognets und keine Ahnung, 4-mal trinken noch und keine Ahnung, ja. Ja, komm, wenn du das Inventar duplizieren könntest. Also das Inventar. Ja, habe ich ja nicht. Ja doch, das alte Inventar, das wäre cool. Und jetzt so 18,0, weil es nämlich nicht mehr gibt. Geht ja nicht. Ich weiß. 10,0 ist das Maximum, glaube ich. Ja, und sowas 10 rum. Ab 10 sagt man, ist es nicht mehr messbar. Ich bin ohne Grund der Einfahrt in die Luft geflogen. Ja, ein Offroader, denke ich, man kann auch nicht unbedingt ein Erdbeben ab. Das war auf jeden Fall gerade eine Abwechslung für das langweilige Fahren müssen. Ja, nee, danke, da kann ich dir gerne drauf verzichten, weil ich hätte schon gern Geld und möchte nicht unbedingt noch mein Hemmet verlieren, weil dann bin ich so ziemlich gearscht. Ich auch, dann hab ich gar nichts mehr. Nein, du doch nicht, ich meine, dein Hemmet kostet nicht mal halb so viel wie meiner und kann natürlich doppelt so viel laden, ne? Ja, ich weiß, er kann nicht so viel, keine 200 mehr. Ist trotzdem schon genug. Naja. Dafür kannst du mehr Leute transportieren, ist auch gut. Wofür? Weiß ich nicht. Übrigens, ich hab wieder Full Life auch. Okay. Cheater. Hacker. Als ich vorhin gegen Stein geknallt bin, nur auf 85, jetzt hab ich wieder 100. Hat's wahrscheinlich auch nicht gesynkt, wo du gerade rausgeflogen bist. Ich hab auch wieder 4 Toolkits. Der scheiß Cheater, ey. Ich werde dich bannen. Ich glaube, ich hab die Frösche verloren. Ich jetzt durch die ganze Scheiße 2-mal. Ich hab noch 22 im LKW. Aber ich glaube, ich hab Frösche verloren. 16 Stück oder so. Naja, die aus dem Inventar, schätze ich mal. Können wir Brian ja nachher fragen, ob er weiß, ob es auch einen Server RPM geben kann. Naja, anscheinend sind die rein gescriptet, aber ob das jetzt absichtlich aktiviert war, glaube ich nicht. Weil ich habe sowas noch nie erlebt und die haben ja gerade alle geschrieben hier, Hacker und so ein Zeug. Es hätte ja wenigstens was im Forum gestanden, es gibt Erdbeben, so müsst ihr euch verhalten, weg von Gebäuden, bla bla bla. Aber das kam ja doch gerade sehr plötzlich. So, erstmal, brauchst du noch Essen, Wasser? Das können wir später machen, wir wollen es am besten erstmal verkaufen. Noch muss ich ja einmal.
Hab dich auch lieb. Ja, was denn? Ich warte bloß hier vor, ein bisschen gucken. Was sagen schon alle? Und dann lassen sie mich allein. Ja, das bist du wohl schon gewohnt, oder wie? Meinst du das jetzt? Mhm. Du nicht? Nein. Meine Freunde sind treu. Hm. What the fuck? Ich bin jetzt noch verkauft, bitte lass mich verkaufen. Schaffst du nicht mehr. Ich mach das jetzt. What? Diese Scheiße. Scheiße. Aber schön, dass ich rausgekauft für so ein... I am God, we come to the fuck fest. Ja, das ist... Außer du nimmst dich schöne Scheiße auf. Hey, was heißt denn imported? Keine Ahnung, ich kann kein Englisch. Mama! What is going on? Aber das ist gerade episch. Ich hab grad Angst mehr mit dem. The end, goodbye. Ja, ja, das heißt. Gott, bitte nicht. Ich schau dir. Ich würde sagen, spätestens wenn die Musik endet, tötet er uns. Ja, deswegen habe ich auch gerade Angst, dass die Musik aufhört. Gott, bitte nicht, ich bin fast da. Und? Ne Spaß. Ja. Was soll ich? Schön lachen. Irgendwo hat das was, wenn man nicht wüsste, dass er uns am Ende killt. Ja. Ein Server Reset oder sowas. So wie es letztes Mal. Das wäre doch toll. Und... tot. No, bleibt unser Tod, ich warte. Bitte nicht. Bitte nicht. Wie die anderen Zugabe schreien, die sind so dumm. Lass sie doch, wenn der Hacker das liest, macht er das vielleicht. Und das ist für uns nur gut. Es gibt nette Hacker, die sich einfach Spaß erlauben und den Leuten mal Abwechslung geben, aber es gibt auch Hacker, die sich irgendwie dabei einen runterholen können, wenn du verstehst, wie ich das meine. Ja, ja. Das verstehe ich immer nicht. Wenn man sowas mal macht, weil man die Leute das mal zeigen möchte, als mit, was weiß ich, Erdbeben. Ich kenn's aus anderen Spielen, dass die da mal so gehackt haben, bewusst, aber um den Leuten positiv zu zeigen. Ja gut, das finde ich jetzt auch okay, aber ich habe gerade echt Angst um meine Ladung. Ich auch, was soll ich denn sagen? Oh Gott, bitte lass mich jetzt noch zum ATM, dann ist mir alles egal. Na gut, der Helm soll jetzt nicht gerade explodieren, aber... Und das Blöde ist, viele Frontax-Touren sehen genauso aus. Du hast einen Hacker und hoffst einfach, dass du ihn fertig kriegst. In letzter Zeit ist das ganz extrem geworden. Es ist morgens eigentlich auch nicht so die entspannte Art zu farmen. Es kommt halt drauf an, wenn du... Denk dran, ich bin genau hinter dir. Na, ich bremse, siehst du ja. Wenn du mal einen Tag... Alter!
Shift-D oder du bist tot. Drück Shift-D oder du bist tot. Drück Shift C. Drück Shift C. Drück Shift C. Ich würde mal hinter dir. Drück Shift C. Nur mal ein Chat reden, wenn du Überfälle machst, backen. Ich bin mal fertig, ich bin so fies. Not available vor 3 Stunden, what the fuck? Mir fehlt keine. Muss die eine gar nicht mehr sammeln, ne? Leute, ja. Das Boot geht unter. Siehst du das? Ich hab's gerade verschwinden sehen, aber... Wieso geht das Boot unter? Ich bin gerade ausgestiegen, what the fuck? Kannst du schnell einsteigen, damit das vielleicht wieder hochkommt? Kann sein, es ist ein Desink oder so, aber... Wieso? Ich bin gerade hin, aber... Du siehst das auch, oder? Die Hölle. Was machst du mit meinem Boot? Ich bin eingestiegen. Und plötzlich geht das Ding langsam unter. Alter, nee, jetzt, oder? Bist du gleich da? Ach, da, da geht's unter, ja. Ich seh's gerade. Boot? Das ist Bermuda-Dreieck, da geht doch Boot ja mal unter. Das glaube ich ja jetzt nicht. Ich hoffe, ich pack das jetzt wieder hoch. Als Passagier. Kannst du fahren? Ich kann zum Vordersitz. Lol, jetzt fährst du doch oben. Ich weiß, wie das aussieht. Oh mein Gott, was ist los? Was ist los? Oh mein Gott, ist das schlecht. Du bist gerade scheiße, also ich komm nicht, ich komm aber nicht an die Oberfläche. Nicht? Nee, es fährt nicht. Hä, hey, du bist gerade bei mir nach oben gefahren? Ja, aber es fährt nicht weiter. Ich krieg nix. Ich hab minus 1 km/h drauf. Soll ich jetzt mal einsteigen? Vielleicht geht's jetzt bei mir. Ja. Das ist jetzt behindert. Wie das aussieht. Bist du raus? Was? Hast du irgendwie zugeschlossen oder so? Nee. Ich kann nicht einsteigen. Du fährst mich gerade nur tot. Soll ich mal versuchen, dass ich fahre? Hast du zugeschlossen gerade? Nee, immer auf Passagier sitzt. Ich kann irgendwie gar nicht einsteigen. Ich habe einen Thunfisch gefangen gerade. Ich kann gar nicht einsteigen. Und wenn ich mal an der Oberfläche gucke, ob ich da plötzlich einsteigen kann. Alter, das ist ja gerade ein Witz. Kannst du jetzt wieder als Fahrer einsteigen? Ja. Echt? Ja, und kaum bin ich nicht mehr drin, sinkt's wieder. Und wenn du jetzt nochmal neu einsteigst, passiert auch nichts, fährt nicht wieder hoch. Ja, jetzt kann ich nicht mehr einsteigen. Boot, ich hasse dich. Weißt du das?
Wir können es jetzt nur so machen, dass wir die Tour wenigstens noch fertig machen, dass ich jetzt hinschwimme, du passt auf das Boot auf und wir transportieren dann halt alles. Pass auf das Boot, in dem ich schwebe. Na gut, wenigstens kann ich... den Trunk kann ich ihn öffnen, aber ich kann immer drauf. Alles zugreifen. Dazwischen. Scheißegal. Alles dazwischen wissen wir eh schon zu viel. Ja, Astrophysik fand ich auch immer mega geil. Weil da auch noch so viele unbekannte Variablen dabei sind. Ja. Hast du gerade auf den Schiff gedrückt oder was? Ja. Das habe ich schon längst deaktiviert, das ist mir so auf den Sack gegangen. Also mich dünkt allmählich das Gefühl, dass mein Heli nicht mehr da ist, wo er mal war. Weiß nicht, ja, aber du bist extrem weit links von dem, wo ich den Heli vermute. Naja, wir sind doch beim Wheatfield vorhin geflogen, richtig? Also von da aus bin ich jetzt links im Quadranten 107065. 107065. Ich schwimme jetzt da mal hin, wo ich vermute, dass es ist, und wenn ich ihn finde, dann... Also mir kommt ja diese Stelle mega bekannt vor. Ich würde sagen, das ist genau die, wo der Heli stand. Ich guck mal kurz im Wasser, ob er reingerutscht ist. Das ist so ein übelsten Bogen gefahren ist. Die Stelle ist jetzt einfach wieder hier, das ist eh egal. Da liegt kein Polizist drüber. Ich glaube nicht, nein. Es wäre zu lustig gewesen, wenn das Ding wirklich so 2 Kilometer abgetrieben wäre. Aus der Map rausgetrieben, geil. Das frage ich mich auch, ob es irgendwann... Ah, oh, das war scheiße. Ein Ende von der Map gibt. Weil du kannst über die Karte rausfahren, das weiß ich ja. Aber ob dann irgendwas passiert, keine Ahnung. Und Zeus ultet dich. Ja, wahrscheinlich. Also du wolltest eine Speedlandung hinlegen. Oh. Ja, er bleibt stehen, sehr gut. Oh mein Gott.